und herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempelglück. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, bevor ich hier loslege, muss ich einfach mal meine pure Freude zeigen. Und zwar, ich finde das so toll. Ich habe auf YouTube jetzt über 4500 Abonnenten. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass hier mal so viele Menschen zuschauen werden. Aber es ist so und das ist einfach für mich grandios. Und vielen, vielen Dank an alle meine Abonnenten. Das ist einfach klasse. So, ja, das musste ich einmal sagen und nun möchte ich gerne mit einem neuen Projekt starten. Und zwar ist es eine Teelichtkarte und die zeige ich dir mal. Und zwar diese hier. Wenn du sie aufklappst, kannst du sie hochstellen und so ein LED-Licht hineinstellen. Und dann hat man ja eine Lichterkarte und das finde ich total schön. Die kann man sich also zu Hause auch hinstellen. Ich versuche mal hier ein bisschen abzudunkeln, dann sieht man das vielleicht besser. Also das ist unser heutiges Projekt. Diese Karte habe ich in Abendblau gebastelt und heute möchte ich gerne Aquamarin nehmen. Aber ich zeige dir erstmal dieses wunderbare Produktpaket. Und zwar besteht es aus einem Stempelset und den entsprechenden Stanzformen. Das Stempelset habe ich hier, das heißt Coming Home. Und die Stanzformen heißen Unser Zuhause. Und dieses Set finde ich wirklich richtig schön. Das sind die Stempelmotive. Man kann die Häuser ausmalen. Das Auto und alles, was du hier siehst. Und hier unten sind die ganzen Stanzmotive. Und was ich besonders schön an diesem Set finde, es gehört ein Designerpapier dazu. Und die Häuser, Tannenbaum und hier der Kranz, das Herz und alles, das kann mit diesen Stanzformen ausgestanzt werden. Ich zeig dir mal das schöne Papier. Das ist diese Schneelandschaft, finde ich total schön. Die Rückseite sieht so aus. Dann haben wir hier das Blatt mit den Häusern und mit den Tannenbäumen. Da kann man eben ganz viel ausstanzen. Das zeige ich dir auch gleich nochmal. Dann haben wir diese Seite und die Rückseite. Die Tannenbaum, das Tannenbaummotiv mit dieser Rückseite. Also du siehst, das ist ein wunderschönes Papier und hier sind die Kränze. Und jetzt zeige ich dir mal mit den Stanzformen, welche Häuser du ausstanzen kannst. Beziehungsweise, das siehst du ja auch hier. Aber ich demonstriere es nochmal. Also, diese Stanzform passt. Und diese. Dann haben wir noch dieses Haus. Der kleine Tannenbaum kann ausgestanzt werden. Und dieses kleine Haus eben auch. Und natürlich der große Tannenbaum. Und das ist doch toll. Und dann haben wir noch die Kränze. Und die können auch ausgestanzt werden. Das ist doch richtig cool. Ja, das wollte ich unbedingt zeigen. Schnell alles hier wegräumen, damit wir gleich loslegen können. Und wir beginnen jetzt mit den Zuschnitten und da fängt es mit dem Farbkarton in Aquamarin an. Der hat die Abmessungen 29 x 10,5 cm. Dann benötigen wir ein weiteres Stück in dieser Größe, also 29 x 10,5 cm. Zwei Abschnitte in Flüsterweiß
mit den Abmessungen 10 x 7 cm. Zwei Abschnitte Farbkarton Pergament mit den Abmessungen 9,8 x 6,5 cm. Zwei Abschnitte Farbkarton in Flüsterweiß mit den Abmessungen 6,5 x 4 cm. Dann ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß mit den Abmessungen 14 x 10 cm. Ein Stück von dem schönen Designerpapier. Adventstädtchen mit den Abmessungen 14 x 6 cm. Diesen Abschnitt brauchen wir hier als Hintergrund. Und zum Schluss brauchen wir noch ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß mit den Abmessungen 14 x 8 cm. So, und jetzt falzen wir erstmal unsere Papiere, und zwar den Farbkarton in Aquamarin. Und ja, es geht los. Das eine Stück falzen wir bei 14,5 cm. Einmal so. Und das zweite Stück, das falzen wir bei 7,5 cm. Bei 14,5 cm. Und wir drehen das Ganze und falzen die andere Seite auch nochmal bei 7,5 cm. Und mit diesem Farbkarton arbeiten wir jetzt weiter und holen uns erstmal die Stanz- und Prägemaschine, weil wir diese Öffnungen hier erstmal hineinstanzen wollen. Lege mir das Ganze hier erstmal rein und jetzt noch ein Stückchen höher, dann sieht man es vielleicht besser. Und jetzt benötigen wir die Stanzformen bestickte Rechtecke und da nehme ich das vierte, 1, 2, 3, 4, das ist dieses. Damit arbeiten wir jetzt. Und das hat eine Größe von 9 x 5,6 cm. Und jetzt stanzen wir, hier ist das erste Feld, hier ist das zweite. Jetzt lege ich mir unseren Rahmen in das zweite Feld und stanze mir eine Öffnung hinein. Das war die ist die Öffnung Nummer 1. Und in dem benachbarten Feld, also 1, 2, 3, in dem dritten, machen wir nochmal genau das gleiche. Auch hier wird die Öffnung hineingestanzt. Ich achte darauf, dass es ungefähr mittig ist. Und dann kann es wieder losgehen. Wir benötigen die Big Shot zwar noch einmal, aber ich möchte erstmal mit einem anderen Part loslegen. Die holen wir uns dann nachher wieder. Und jetzt falze ich mir erstmal hier die Falzlinien nach. Das mache ich ganz vorsichtig. Lege ich das hier um, dass auch nichts beschädigt wird. Und dann gehe ich mit meinem Falzbein nochmal rüber. Also ich habe jetzt einmal die Mitte gefalzt und links und rechts wird genau entgegengesetzt das Ganze gefalzt. Dann gehe ich hier auch wieder rüber. Einmal so und auch das hier. Dann haben wir jetzt schon mal diesen Teil fertiggestellt. Jetzt können wir auch gleich das Pergamentpapier hinten anbringen. Dann nehme ich mir mal meine Klebeunterlage
und unser zugeschnittenes Pergamentpapier. Ich mache das Ganze jetzt mit Flüssigkleber. Ich gebe hier so einen kleinen Streifen rundherum rauf von dem Kleber. Und setze mir das Papier mittig hin. Hier habe ich ein wenig zu viel genommen. Kann ich hier noch mal mit diesem Papier ein wenig von dem Kleber entfernen. So, das ist schon mal Pergamentpapier, das erste Teil. Und jetzt bringen wir noch das zweite hier an. Auch da gebe ich wieder Kleber auf. Ja, und das ist schon mal der erste Bestandteil unserer Karte. Jetzt können wir den flüsterweißen Farbkarton mit diesem Spruch bestempeln. Dieser Spruch stammt aus dem Stempelset Friedvolle Zweige. Für ruhige und besinnliche Momente in der schönsten Zeit des Jahres. Das können wir machen. Und da nehme ich mir einmal diese beiden Farbkartons, die die Abmessung 10x7 cm haben. Und wir stempeln als erstes einmal den Spruch hinein. Ich habe ihn mir schon mal auf einen Block gesetzt. Da ist er. Ich nehme unser Stempelkissen in Abendblau. Du kannst natürlich auch Aquamarin nehmen, aber ich glaube, Abendblau kommt hier auch ganz gut zur Geltung. Und dann setze ich mir den Spruch hier oben hin, mittig. Und dann können wir es wie hier auch machen. Da habe ich ja dieses Haus draufgesetzt. Das habe ich mir bereits schon mit der Stanz- und Prägemaschine ausgestanzt. Und das kleben wir jetzt mit Flüssigkleber hier fest. Ich setze mir das hier hin. Und hier können wir schon mal die drei Tannenbäume anbringen. Die habe ich mir auch bereits ausgestanzt. Also diese Teelichtkarte, die kann man natürlich auch mit allen anderen Sets basteln. Das ist überhaupt kein Problem. Hier kommt jetzt wieder etwas Kleber rauf. Dann haben wir nämlich diese beiden Seiten schon mal fertig. Und die können wir auch schon mal hier anbringen. Dann nehme ich auch wieder Flüssigkleber. Ja, dann haben wir das schon mal. Und jetzt können wir diese Schneelandschaft anbringen. Dafür benötigen wir gleich unsere Stanz- und Prägemaschine. Und wir können hier aber auch schon mal alles vorbereiten, dass wir die Big Shot, also die Stanz- und Prägemaschine, nicht immer auf ein neues herausholen müssen. Hier gehe ich nochmal rüber und ziehe die Falzlinien nach. Dann sitzt das nachher ganz gut. Ja, und wir fangen jetzt an, diese Sachen alle auszustanzen, beziehungsweise als erstes werde ich mal das Auto stempeln. Dafür benötigen wir erst einmal unser Memento-Stempelkissen und unser Stempelmotiv hier mit dem Auto. Und das stempel ich mir hier ab.
Und dann können wir das gleich hier mit Stamping Blends ausmalen. Und zwar habe ich den Blutorange Farbton gewählt, und zwar dunkel. Und damit male ich das Auto aus. Das habe ich aber schon vorbereitet, um Zeit zu sparen. Ich weiß ganz genau, dass ich das Auto ausgemalt und ausgestanzt irgendwo hier liegen habe. Aber ich kann es nicht finden. Also deswegen habe ich es nochmal schnell ausgemalt. Und jetzt können wir mit der Stanz- und Prägemaschine die ganzen Teile ausstanzen. Also, dann holen wir mal die Maschine. Und als erstes werde ich mal das Auto hier ausstanzen. Da haben wir das Auto. Dann nehmen wir die beiden Abschnitte in Flüsterweiß und nochmal die Stanzform, und zwar diese Schneelandschaft. Und da müssen wir zweimal diese Teile ausstanzen. Und dafür sind diese Abschnitte mit den Abmessungen 6,5 x 4 cm. Und ich lege mir das Ganze hier so auf. Und dann nudeln wir das durch die Big Shot. So. Und das zweimal. So, hier haben wir die zwei Teile jetzt ausgestanzt. Dann benötigen wir noch diese Schneelandschaft. Dafür nehmen wir unseren Farbkarton 14 x 8 cm und ich lege mir das Ganze hier oben an. Und dann kann es durch die Big Shot genudelt werden. Ja, und dann haben wir das auch erledigt. Und hier ist unsere Schneelandschaft. Die Stanz- und Prägemaschine kann jetzt weggestellt werden. Ups, ich hänge hier fest. So. Und jetzt können wir so langsam anfangen, alles zusammenzubauen. Hier würde ich als erstes den Spruch anbringen. Und zwar habe ich hier Fröhliche Weihnachten genommen. Der stammt aus dem Stempelset Weihnachtsmix. Und hier ist er. Und den stempeln wir jetzt in Abendblau. Als erstes mal auf unsere Schneelandschaft. Und hier habe ich, finde ich, ein bisschen zu hoch gestempelt. Ich werde es jetzt etwas niedriger platzieren. Das stelle ich noch mal schnell weg. Und jetzt nehmen wir unseren Farbkarton in Flüsterweiß, dieses Stück, mit den Abmessungen 14 x 10 cm. Und ich setze mir jetzt das Ganze hier zusammen. Und zwar kommt hier oben der Sternenhimmel als erstes rauf. Das mache ich auch wieder mit Flüssigkleber. Und da schließe ich bündig mit dem Farbkarton ab. Ich kann ja noch gucken, ob auch wirklich alles richtig sitzt. Wir können ja noch schieben. Das sieht aber gut aus. Und jetzt können wir hier unsere Schneelandschaft draufsetzen. Und schließen auch hier bündig ab. Mit dem darunter liegenden Farbkarton. Und das Ganze schaut so aus. Kleber habe ich hier nicht angebracht, sondern nur in diesem größeren Bereich. Ja, und jetzt können wir das Ganze schon mal auf unsere Grundkarte setzen. Können hier nochmal nachfalzen. Und auch das mache ich mit Flüssigkleber. Und können schon mal dieses Haus anbringen. Das hatte ich ja schon ausgestanzt.
Das setzen wir ungefähr hier hin. Dann nehme ich jetzt Stamping Dimensionals. Und dann ist die Karte auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich setze es mir ungefähr hier hin. Und dann haben wir hier noch unser Auto. Das habe ich hier. Und da kommt ja auch ein kleiner Tannenbaum drauf. Das hatten wir ja auch schon ausgestanzt. Und den setze ich aber mit Kleber hier drauf. Wenn hier mal was kommt. So. Und das finde ich witzig hier mit dem Tannenbaum auf dem Auto. Das sieht cool aus. Ja, und dahinter können wir wieder einen Dimensional setzen. Und das Ganze hier platzieren. Ja, ist doch cool. Ich finde dieses Set sehr, sehr schön. Dann haben wir die Vorderfront schon mal fertiggestellt. Und jetzt können wir uns noch an die Innenkarte machen und müssen erst einmal unsere ausgestanzte Schneelandschaft hier anbringen. Das kommt hier hin und das mache ich auch mit Flüssigkleber. Und da müssen wir aufpassen, dass wir ein ganz bisschen hier am Rand und auch hier unten Kleber anbringen. Und dann können wir das Ganze hier platzieren. Und so hält es dann auch. Und das ist unsere Innenkarte. Und jetzt müssen wir sie nur noch hier anbringen. Und da mache ich es folgendermaßen. Hier rechts unten, also hier, da kommt jetzt Kleber rauf. Und dann setz ich es genau hier auf die Grundkarte und schaue, dass auch alles exakt bündig abschließt. Durch den Flüssigkleber kann man ja immer noch mal ruckeln. Das ist ganz gut. Und dann lege ich mir das Ganze um und gebe hier Flüssigkleber rauf. Und dann bringe ich auch hier das Ganze bündig aufeinander. Und jetzt fehlt hier noch ein bisschen Verzierung. Und da habe ich hier diese Schneeflocken genommen. Und das machen wir jetzt auch. Die stammen aus den Pailletten-Schneeflöckchen. Und da setze ich mir ein paar auf die Karte. Hier ist schon eine. Und das mache ich so, dass ich mir hier ein paar Kleckse Kleber schon mal vorab draufsetze. Und da kommen jetzt die Pailletten rauf. So ist es am einfachsten. Und da ist der Aufhebhelfer total praktisch. Damit geht es wirklich einfach. Und jetzt drücke ich noch mal genau fest, damit sich auch nichts löst. Und fertig ist unsere Karte. So schaut sie jetzt aus.
Hier haben wir noch die andere. Also, ich finde eine ganz tolle Geschichte. Nochmal ein kleines Lichtlein hinein. Einmal in Abendblau. Und einmal in Aquamarin. Ich finde beide Karten sehr schön. Unser Projekt ist schon wieder zu Ende. Wir sind durch mit dem Basteln. Ich hoffe, dass du ganz viel Spaß hattest und wünsche dir eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Video. Ich freue mich schon auf dich. Bis bald, deine Biene von Bienenstempelglück. Tschüss.